Keine Ahnung, ob hier noch irgendwas weiter passiert. Also jetzt wird es echt langatmig. Ich meine, ich spiele fast knapp eine Stunde jetzt. Und ich habe schon irgendwie ein bisschen die Schnauze voll. Der Kran ist kaputt. Ich will schon gar nicht mehr den Text lesen, weil ich eigentlich sehen will, ob jetzt hier noch irgendwas passiert. Danke Gott! Das war einfach. Ich hab Skill. Ich bitte dazu an, dass ich kenne. So, also, ist Mohammed ein Gott? Prophet irgendwie? Weiß gar nicht. Dann gibt's noch Jesus. Oder Gott als Gott. Wotan. Und hier bei den Buddhisten. Ah, ich kenne die ganzen Götter alle nicht. Natürlich nicht. Ich krieg einen Hustenreiz, wenn ich spiele. Hand wird groß geschrieben. So, ich gebe ihr das große Plüschtier und sie umarmt es fest. Da drüben gibt es ein paar Rennspielautomaten. Ach, so eine Spielhalle meinen die. Ich dachte, ich meine jetzt einen Sattelautomaten. Wenn man hier sein ganzes Harz reinballert und dann eh nicht gewinnt. Okay, ich spiele einfach Runden. So, lass mich mal ran hier. Das ist ja logisch. Ach, so eine Rennspieldinger. Das sind doch keine Automaten mehr. Ey, Automaten ist, wo du dich dann vorstellst, Knöpfe prügelst und einen Joystick hin und her ruckelst. Oh ja, mein Gott, ist das spannend. Ich bin schon fast eingeschlafen. Oh, war schon was. Ey, das Spiel ist auf jeden Fall nicht für Erwachsene und auch nicht für 18-Jährige, sondern weit darunter. Und ich frag mich jetzt, wieso hat das so eine verhältnismäßig gute Bewertung? Kampfspielautomaten, Street Fighter 2 spielen, hä? Als Kind habe ich es geliebt, mit diesen Automaten zu spielen. Ich meine, jetzt ist man hier wahrscheinlich, wie alt ist man hier? 16? Da ist man ja auch kein Kind mehr, ne? Ist man ja schon fast reif für die Rente. Ach, das soll ein Date sein. Ah. Übungsrunde, ich kenne die Tasten noch nicht. Oh Gott, ist ja wie meine Schwägerin. Die bei, wie hieß denn dieses Spiel? Keine Ahnung, und so ein PlayStation 3 Spiel, wo sie aus dem Prügelspiel, also ich glaube, es war Tekken 6 oder so, genau, wo sie erstmal ewig alle, ich muss erstmal ausprobieren, ne, und dann haut sie einen schon halb tot. Und man darf aber nicht zurückschlagen, ne, ja, ja. Stimme, groß geschrieben, also Anfangsbuchstabe, ne. Puh. Mein Gott, ist das thrilling. Also im Vergleich zu Emily's Away, also bei Emily war ja da richtig Highspeed und das war ja richtig brutal, weil wir sind Actionreißer. Das ist ja pure Langeweile hier. Alles klar, ich hab's, los geht's. Und man sieht nichts, das ist das Langweilige. Eigentlich steht immer nur die alte vor einem und der Hintergrund ist ein bisschen anders. Halbzeit beim Kampfspiel? Was ist hier zensiert? Shit oder was? Oder fuck? Die Tasten machen nicht das, was ich will. Boah, ich hab gewonnen. Okay, jetzt lass rausgehen hier. So, mach ich's gut, bis morgen. Oder will ich noch weiter hier? So, ich könnte hier eigentlich voll durchklicken. Hey, unfair, ich bin noch nicht bereit. Desto besser wird sie. Ja, das nennt man Übung. Sie lacht und steht auf, um sich zu strecken. Was ist das für ein Kampfspiel, wo man sitzt?
Gut. Ja, gehen wir hin. Komm, bitte, lass irgendwas machen hier. Wir gehen hin. Jo, okay, Puppe. Ja, bei mir im Bett. So. Oh, es passiert was anderes. Die Sonne geht gerade unter, als wir ankommen. Ah, also wurde es langsam dunkel. Jetzt kommt hier ein Feuerwerk, oder? Nur wir sind hier. Oh, geile Skyline. Ey, das sieht jetzt gerade aus wie aus so einem Intro-Bild oder so ein End-Title-Bild von irgend so einem 90er-Jahre-Knüppler hier, so ein 2D-Prügelspiel oder irgend so ein Scroller oder irgendwas. Wo ist das Feuerwerk? Okay, wir warten noch. Nicht lange später kann man die Raketen in den Himmel fliegen sehen. Die Lichter blühen wie eine Blume mit unterschiedlichen Farben auf und verblassen langsam. Na, kann das Jubeln der Menschenmenge vom Fuße des Berges oder neues Labor. Fühlt sich mit Fröhlichkeit. Ja. Gut, Grammatik ist nicht so deren Ding, aber manche auch nicht. Manche ja Grammatik auch nicht am Tun sein. Die Deutschsprechung. Mein Gott. Da krabbt sie mir die Lunge ab hier. Was ist denn das hier? Du solltest nicht mit mir zusammen sein. Ich bin ein böser Böser. Immerhin bin ich nur... Ja, was bist du? Prostituierte? Oder was bist du denn? Ach so, klicken. Turing-Test. Turing-Test gehört. Es ist ein Test zur Bewertung der Fähigkeiten einer Maschine, intelligent zu sein. Sprechen und agieren kann. Aber egal, wie gut eine Maschine auch jemals sein wird... Boah. Meine Fresse, ist das langatmig. So, was ist jetzt anders? Jetzt ist jemand im Fernsehen hier, oder? Oder ist sie gar nicht echt? Sie wird niemals real sein! Du Spast! Hätte ich das gewusst. Wieder so, wie nennt man die? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Namen dafür sind. Die sich einen runterkloppen auf irgendwelchen animierten, so Hentai-Sachen. Sie wird weiterhin nur in der Welt. Oh mein Gott. Das Programm ist wieder abgestürzt. Ja, ich wünschte, es würde ja auch abstürzen. Oh mein Gott. What am I doing with my life? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was mache ich mit meinem Leben? Thank you for reading. Oh, das war's schon? Das war's? What the fuck? Heiliger Tittenfick, das war's jetzt, ja? Also ich möchte... Echt, das war's? Das war's. Man spielt jetzt 20 Minuten oder was? Und eigentlich liest man hier eine Geschichte. Das ist ja gar kein Spiel eigentlich. Komm, leck mich am Arsch, danke fürs Zuschauen, abonniert mich, ich muss jetzt erstmal irgendwas zerschlagen hier. Bis denn dann, ciao.